Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Pell210479 zockt. Schön, dass du wieder dabei bist. Wir sind im PC Building Simulator. Machen hier mal wieder das Licht an. Wir starten den Rechner, weil wir sind gerade zur Arbeit gekommen. Hier haben wir drei neue. Mal schauen, was die guten Stücke haben. Und einen haben wir noch zu. Boah, ja, der ist ganz schön staubig. Und einen haben wir, der muss noch fertig gemacht werden. Da hatten wir die CPU bestellt. Ist die Frage nur, welchen wir bestellt haben. Müssen wir mal gucken, was haben wir denn an Arbeitsaufträgen? Dann sehen wir das vielleicht. CPU ersetzen. Flippig Org. Gucken wir mal. Wo haben wir hier Flippig Org? Absolut. Ah, nee, den kann ich gar nicht machen, weil ich die Erfahrung nicht hatte. Hier Flippig. Der wollte Diagnose stellen. Der hatte den 3950, dann muss das wahrscheinlich der andere gewesen sein. Ich weiß es gerade nicht, weil ich ein paar Tage Pause gemacht habe quasi. Dann ist das immer ein bisschen schwierig. Dann machen wir gleich mal den Virenscanner dazu und den 3D Mark. Wollen wir natürlich auch gleich noch dazu holen. Wir uns hier mal das Desaster an. Also noch mehr Stab geht doch gar nicht, oder? Dass solche Dinger nicht abrauchen, ist echt krass. So, der ist sauber. Dann lassen wir den jetzt einfach mal laufen. Und ja. Keine CPU gefunden. Okay. Der hatte die 3950 drin, okay. Ja.
Auch hier gleiches Prozedere, immer wieder Virusscanner drauf machen und 3D Mark, im Benchmark draufziehen, weil wir wollen ja gucken, ob da was irgendwie. So, der wäre fertig hier. Vollständiges Gehäuse, ja. Der soll innerhalb 7 Tage abgeschlossen sein, okay. So, Virusscanner, der sieht gut aus. Sieht ja eigentlich. Keine CPU gefunden. Okay. Ah, wo ist das Kabel? Da. Fünfundvierzig. Der ist auch kaputt. Okay. Stellen wir doch mal eine 4560. Ja. Würde ich sagen, dann hat das wahrscheinlich hier gestimmt. Mal gucken, was hätte ich denn noch gehabt? Können Sie es reparieren? So, wieder im Geschäft, ja. Können Sie reparieren? Das konnte ich nicht machen. Können Sie reparieren? Okay. Das sind ja alles neue Sachen. Jetzt weiß ich gar nicht, für was das Gehäuse hier draußen steht. Also ich schätze mal hier. Hier war die CPU bestellt. So, schmeißen wir hier die Sachen runter. Ja, schmeißen wir hier die Programme runter, starten den neu, bauen den gleich zusammen. So, mit den ersten fertig. Hier will ich nochmal gucken, ob der irgendwie andere Kabel will. Elias absolut. Nicht. Wunderbar.
So, hier war die CPU kaputt. Die haben wir soweit bestellt schon mal. Hier können wir den Rechner zusammenbauen. So, dann gucken wir mal. So, das waren die zwei, die ich nicht machen konnte. Was will der denn jetzt haben? Naja. Was für ein Idiot. Da bin ich dabei. Das kann ich nicht machen. Ja, das kriegen wir zusammen, oder? Können wir ja gleich mal die Teile bestellen. Ich will mal was gucken. Okay, ich weiß jetzt nicht, für was ich den bestellt habe, aber ich sehe kein Problem. Dann können wir die nämlich gerade für hier nehmen. So. Sublevel. Das will er in der Mindestanforderung. Zwei RAM. So, müssen wir mal gucken, was haben wir hier noch an Zeug übrig? Na, wobei, können wir eigentlich hier alles komplett neu bestellen. So, Speicher. So ein 65er will er haben. Motori will er haben. Warte mal, Motori hatten wir ja schon. Genau. Gucken wir, dass wir alles Motori soweit kriegen. Ah, das haben wir. Die 65, was? Skylake müsste das sein, glaube ich. Genau, Skylake. Würde ich einen bestellen, wird aber noch mal so einen einfach mal dazu bestellen. Beziehungsweise, nee, einen größeren. So einen. Ich habe Platinama-Speicher, haben wir die Grafikkarte. Was will er denn da haben? Eine 960 GTX 960. Haben wir da noch eine neue? Alle benutzt. GTX 960.
mal die hier. Festplatte. Netzteil. Gehäuse haben wir, Lüfter brauchen wir nicht. Ja, dann haben wir ja eigentlich alles. Ich würde hier den einen. Den würde ich rausschmeißen. Dann haben wir das. Das Ding können wir ja schon mal nehmen. Können das hier drauf knallen. Und ja, dann würde ich sagen, beenden wir den Tag und ich beende die Folge. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt mir einen netten Kommentar und über ein Follow. Hallo? Ja, wir sehen uns dann gleich wieder. Macht's gut. Tschüss, euer Pelle.